Die Fernsehanstalten sind vor Wahlen verpflichtet, Wahlspots der Parteien unabhängig von deren Inhalt auszustrahlen. Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten weigerten sich nun, den Wahlwerbespot der APPD auszustrahlen. Inzwischen gab es dann ein höchstrichterliches Urteil, nämlich des Oberverwaltungsgerichts in Münster, dass dieser Spot durch den WDR innerhalb der ARD auszustrahlen sei. Und bevor wir darauf eingehen, möchten wir Ihnen diesen Spot zunächst einmal zeigen. Maden der Welt, schaut auf dieses Land! Steht natürlich für anarchistische Pogo-Partei Deutschlands. Wir haben den Kanzlerkandidaten hier, Wolfgang Wendland. Willkommen bei uns. Wir sind uns sicherlich einig, dass man über diesen Spot geteilter Meinung sein kann. Ich halte ihn für geschmacklos. Also ich habe, als wir das gedreht haben, eigentlich nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich wirklich fast vor Lachen auf dem Boden gelegen, weil ich den Spot in seiner, also ich wusste, das funktioniert. Der fällt auf und mehr kann man eigentlich in 90 Sekunden Fernsehen nicht erreichen. Und die Werbemöglichkeiten für eine kleine Partei wie unsere sind ja beschränkt. Und ich war sehr zufrieden schon beim Drehen mit dem, was da gemacht wurde. Also suchten Sie den Slapstick-Effekt? Nein, wir wollten eigentlich zeigen, wie sich die Welt entwickelt, wenn man mit der Politik, die die herkömmlichen Parteien so betreiben, so weitermacht. Also wir haben jetzt nicht in dem Spot versucht, Slapstick zu machen, sondern eigentlich eine Vorausschau zu liefern, wohin das Land von den herkömmlichen Parteien geführt werden wird. Gut, aber wenn wir dann zu Ihren Parteizielen kommen, die ultimative und totale Rückverdummung der Menschheit, Balkanisierung Deutschlands. Ja, die Balkanisierung beschreibt ja nur, dass man halt Deutschland in einzelne Zonen einteilen soll oder einteilen wird, beziehungsweise wir werden Deutschland einteilen in einzelne Zonen. Aber mit Verlaub, Balkanisierung, das, was wir dort erlebt haben, vielleicht ist es Ihnen entgangen, das ist menschenverachtend, menschenvernichtend. Ich glaube, das kann man bei aller Kritik an der Politik hier nicht von der Bundesrepublik behaupten. Nein, wir wollen die Bundesrepublik balkanisieren. Wir meinen, das ist vielleicht von der Begrifflichkeit her ein klein wenig provokativ. Gemeint ist aber, dass wir Deutschland in verschiedene Zonen einteilen. Eine Zone, wo jeder, der arbeiten will, einen sicheren Arbeitsplatz erhält. Eine Zone, wo halt die Anarchisten, die asozialen Parasiten wohnen, wo man nach Herzenslust saufen und den ganzen Tag nichts tun kann. Und eine dritte Zone für Gewaltverbrecher. Also das Recht auf Arbeitslosigkeit bei vollem Lohnausgleich, darüber kann man noch schmunzeln und sagen, das ist ein gewisser Sarkasmus. Ne? Nein, aber das ist kein Sarkasmus, das ist wirklich unser Ziel. Ich denke, dass man einfach die Bereiche Arbeit und Versorgung der Bevölkerung auseinander dividieren muss. Dass man also nicht sagen muss,
man muss arbeiten, um zu überleben, sondern der, der arbeiten will, soll das tun. Habe ich ja nichts gegen. Aber es sollen auch die Leute, die nicht arbeiten wollen, in Ruhe und mit ausreichenden finanziellen Mitteln leben können. Wie viele Unterschriften brauchten Sie, um in verschiedenen Bundesländern anzutreten? Wir brauchten durchschnittlich, also in den normalen Bundesländern, in den großen Bundesländern 2000 Unterschriften. In sehr kleinen wie Hamburg war das dann entsprechend weniger. In Hamburg waren es, glaube ich, 1222. Mhm. Wer hat da unterschrieben? Leute, die sagten, das ist ein Gag, oder Leute, die einfach etwas verwirrt waren, oder Leute, die wirklich die Anarchie fördern wollen? Also bei denen, die ich jetzt selbst gesammelt habe, hatte ich den Eindruck, dass es Leute waren, denen eben auch denen es am Herzen lag, dass zu den herkömmlichen Parteien auch mal eine Alternative antritt bei der Wahl. Ja, und bei den anderen? Ich meine, Sie müssen ja einen Überblick haben, wer sich da gemeldet hat. Ja, man kann ja jetzt aus den einzelnen Namen ja wenig herauslesen, aber ich würde sagen, es war eigentlich so ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Also man kann nicht sagen, da hat nur eine bestimmte Personengruppe unterschrieben, obwohl natürlich für unsere Parteiziele wir eigentlich so uns als Partei verstehen als Vertretung des Pöbels und der Asozialen. Aber es haben auch gut bürgerliche Leute unterschrieben. Aber Sie wollen mir jetzt nicht den Pöbel als positiv verkaufen? Sagen wir mal, es ist eine gesellschaftliche Gruppe, die existiert, und warum sollte diese Gruppe... Der man aber vielleicht soziale Zuwendung zukommen lassen sollte. Ich denke, man sollte sie erstmal in Ruhe lassen und ihnen die Möglichkeit geben, in Frieden zu leben und dieses Ganze betreuen. Also was mir jetzt einfällt mit 1-Euro-Jobs oder so, das finde ich persönlich menschenverachtend. Ja. Aber Sie wollen sich innerhalb Ihrer Partei, innerhalb Ihrer Mitglieder im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bewegen? Ja, ja. Also einer unserer Grundsätze ist legal, legal, immer legal. Also wir sind natürlich eine ganz normale Partei und befinden uns auf dem Boden des Grundgesetzes und versuchen, unsere Ziele vollkommen legal durchzusetzen. Aber Sie können sich damit durchaus anfreunden oder damit doch umgehen, dass viele Menschen von Ihrer Wahlwerbung nicht nur erstaunt, sondern entsetzt sind und konträr reagieren. Ja, ich bin aber ehrlich gesagt über Leute, die sich über unsere Wahlwerbung aufregen, auch entsetzt. Also ich habe jetzt in diversen Internetforen, gibt es dann schon mal so Statements wie, die Leute 12 Stunden am Tag ins Arbeitslager und wenn sie nicht arbeiten, dann kein Essen. Und also die Reaktionen sind schon heftig und das finde ich erschreckend. Das ist sicherlich die übertriebene Reaktion auf der anderen Seite. Trotz alledem, wie gesagt, ich möchte aus meiner ganz persönlichen Meinung hier keinen Hehl machen. Ich finde die Werbung sicherlich recht geschmacklos, aber trotz alledem schönen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ja, vielen Dank auch.